3 zusammen. Dies ist ein Video von Pyramidalist und dem Minecraft Community Server von GameKircher auf Bookit-Basis. So, wir sind wieder in der Hochschule des Minecraft Community Servers von GameKircher und auf dem Außengelände, wo wir uns heute eine besondere Schaltung ansehen. Diese Schaltung ist etwas komplizierter, aber sie ermöglicht die Zugangskontrolle, ob jemand berechtigt ist oder nicht, etwas zu passieren. An dieser Stelle ist ein Weg, ich zeige euch den mal, der ist sozusagen mit einer Fallgrube ausgestattet. Diese Fallgrube ist geöffnet, weil ja noch keine Eingabe stattgefunden hat und das System geht davon aus, dass erst einmal kein berechtigter Besucher da ist. Diese Berechtigung kann man eingeben, indem man hier unten einen dieser beiden Schalter betätigt. Der zweite Schalter hier ist eigentlich nur ein Reset-Schalter, den man drückt, wenn man nicht weiß, ob nicht vorher einer rumgespielt hat oder man sicher sein will, dass die eigene Eingabe korrekt ist. Dieser zweite Schalter, oder eigentlich der wichtigste, ist die Eingabe. Wenn man diesen Schalter drückt, betätigt man hier innerhalb dieser elektrischen Schaltung verschiedene Schaltkreise, die ich euch jetzt mal ganz kurz vorstelle. Na, so, einmal haben wir hier eine Speicherzelle, da haben wir zwei von, hier hinten ist nochmal eine. Und nicht nur diese Speicherzelle haben wir, sondern wir haben auch zwei Und-Abfragen. Das ist einmal diese hier und einmal diese hier. So, wenn jetzt einmal das Signal betätigt wird, wird sich in dieser Speicherzelle das Signal speichern. Und wenn der Knopf das zweite Mal gedrückt wird, wird an dieser Stelle die Und-Abfrage sagen, jawohl, die erste Knopfdrückerei war ja schon, die zweite ist erfolgt. Bitte schön, merkt ihr das in der zweiten Speicherzelle und bitte betätige dann den Kolben, sodass die Fallgrube geschlossen ist. Das probieren wir mal ganz kurz aus, indem wir das durchführen. Dann zeige ich euch mal, wie die Effekte sind. Einmal gedrückt und siehe da, hier hinten hat sich in der ersten Speicherzelle schon etwas getan. Ganz wichtig ist, die eine Fackel hier, die ist aus, weil hier der Strom anliegt über diese Repeater. Die müssen langsam sein, also wenn man das zu schnell macht, dann kommt das Signal zu früh an. So, aber hier hinten in der zweiten Speicherzelle hat sich noch nichts getan und auch da hinten die Fallgrube ist natürlich weiterhin geöffnet. So, sobald man eine ungerade Zahl eingibt, funktioniert das also, dass die Fallgrube geöffnet ist. Wenn man eine gerade Zahl eingibt, also in diesem Fall die 2, dann ändert sich hier das Signal und ich zeige es nochmal, die erste Speicherzelle ist ausgeschaltet. Die Und-Abfrage hat funktioniert, sie hat sozusagen das Signal, die Lampe war aus, ganz kurz war die auch aus, dadurch war diese Lampe ganz kurz einmal an, hat das Signal hier hinten herüber geleitet in die zweite Speichereinheit. Die Speichereinheit ist aktiv, dadurch ist auch der Kolben aktiv über diese doppelte Verneinung und der Weg ist frei für den, der berechtigt ist, den Weg zu passieren. Wenn man jetzt den Knopf erneut drückt, dann wird sich diese ganze Sache wieder zurückstellen, so dass der Weg wieder mit Fallgrube ist. Einmal kurz gedrückt und siehe da, die ganze Aktion ist wieder im Ausgangszustand und auch die Fallgrube ist natürlich wieder auf. So, ihr seht, diese ganze Angelegenheit ist etwas größer. Das heißt, man muss bei einem Bauwerk darauf achten, wohin man diese Schaltung baut. Wenn es ein großes Bauwerk ist, kann man eine Etage dazwischen nehmen oder man kann es bei anderen Gebäuden auch unter das Gebäude machen. Der Vorteil dieser Schaltung ist nämlich, dass diese einzelnen Teile hier, diese Speicherzelle und diese Speicherzelle und auch die beiden Und-Abfragen, die sind quasi modular. Man kann sie einzeln irgendwo verstauen und nur die Wege zwischendurch mit diesen Redstone-Wegen halt machen, mit den Redstone-Leitungen, sodass man diese Dinge auch räumlich getrennt haben kann. Auch die Ausgabe hinten kann man natürlich noch anders verwenden als in diesem Fall. Man könnte zum Beispiel noch eine weitere Schaltung dieser Art dahinter schalten, sodass die Eingabe hier vorne deutlich möglicherweise komplexer wird als nur gerade oder ungerade.
Am günstigsten ist es, wenn ihr euch diese Schaltung hier auf unserem Minecraft-Server live ansieht, denn es ist ja auch ein Live-Tutorial. Ihr könnt gerne vorbeikommen, die Schaltung besuchen, ihr könnt sie ausprobieren, ihr könnt sie euch von allen Seiten ansehen, solange bis ihr jedes Detail so habt, dass ihr es nachbauen könnt. Es hat also sehr wenig Sinn, diese Schaltung hier aufzubauen. Allein das Aufbauen dauert locker eine halbe Stunde und das macht also nicht wirklich Sinn für so ein Video. Kommt also vorbei, das macht Sinn. Das ist eine schöne Schaltung, die, sagen wir mal, gute Effekte produziert und es lohnt sich auf jeden Fall. Das war es erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann.